Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen kurzen Video oder vielleicht ein bisschen längeren, man weiß es noch nicht. Wir stehen hier an einem Fährhafen. Die Tore haben noch nicht geöffnet und man kann noch nicht drauf fahren. Wo geht's hier hin? Wir fahren jetzt von Schweden mit der Fähre nach Polen. Schweden war nur so die Durchreise. Wir sind eben über diese Öresundbrücke halt heute gefahren und haben dann noch diesen Tosselilla-Park mitgenommen, der nicht so toll war. Und wollen heute Abend hier mit der Fähre Schweden schon wieder verlassen und zurück nach Deutschland. Und da haben wir uns hier die Fährfahrt nach Polen ausgesucht. Die fährt von hier nach Swinemünde und ist ja direkt an der deutschen Grenze. Und dann geht es für uns in Deutschland weiter mit unserer Tour und wir verlassen Skandinavien. Die Fähre legt um 22.45 Uhr ab. Wir haben da eine Kabine drin zum Schlafen und um 6.15 Uhr kommen wir dann schon in Polen an. Wir haben jetzt 8 Uhr. Wir hoffen, dass wir dann ein bisschen früher aufs Schiff können, vielleicht noch was essen können, ein bisschen dann die Ausfahrt genießen und dann schlafen wir 5 Stunden oder so und dann geht es morgen in Deutschland weiter. Wir sind noch ein bisschen in Polen unterwegs, wollen dann noch ein bisschen einkaufen und ansonsten geht es wie gesagt dann in Deutschland weiter. Wir gucken jetzt mal, wann wir hier aufs Schiff können und was wir dann für eine Kabine bekommen. Wir haben jetzt hier unsere Bordkarten bekommen. Wir haben eine Kabine mit 2 Betten. Da können wir heute Nacht dann ganz gut drin schlafen. Das ist hier total unkompliziert. Man fährt hier einfach zum Schalter, bezahlt dann vor Ort und dann geht's los. Hier ist schon das Schiff hinter mir im Sonnenuntergang. Sieht richtig, richtig cool aus. Ich hoffe, es gibt noch ein Restaurant an Bord. Wir haben noch so ein bisschen Hunger und dann gucken wir mal, wann wir mit dem Auto drauf dürfen. Wir sind jetzt schon ein Level weiter und stehen hier direkt vor der Auffahrt und warten auf das grüne Signal zum Drauffahren. Dann sehen wir uns gleich an Bord der Fähre. Nach langem Anstehen sind wir endlich in unserer Kabine angekommen und werden jetzt mal rund gucken. Und im Vergleich zu den anderen sieht man direkt, dass das übereinander die Betten sind. Hier gab es nämlich keine nebeneinander. Zu der Fähre in Kopenhagen meinst du? Ja, genau, zum Beispiel. Ja, hier ist es. Ein Bett hier, Schreibtisch, Stuhl. Und da ist hoffentlich ein Bad drin.
Oh ja, Licht schon an. Und hier ist ein Bad. Das sieht ungefähr aus wie in Kopenhagen, die Fähre nach Oslo. Und hier müssen wir noch würfeln, wer oben schläft. Aber für die paar Stunden ist die Kabine, denke ich, in Ordnung. Nachdem wir jetzt hier unsere Kabine in Beschlag genommen haben, gehen wir noch mal gucken, ob es hier was zu essen gibt und wie das Schiff überhaupt so aussieht. 45 Minuten vor Abfahrt. Ist ja wie ausgestorben hier, ja, oder? Das ist wirklich wie ausgestorben. Geisterschiff. Willst du da mal rein? In den Sternen. Sieht ja erstmal ganz nett aus. Hier geht's schon mal raus. Also es gibt da eine Bar, einen kleinen Shop, dann gibt es ein Restaurant nur für Truck Driver, für uns also nicht. Und hier vorne, ganz am Beginn des Schiffs, ist jetzt das normale Restaurant. Schauen wir mal, was die hier noch um die Uhrzeit zu bieten haben. Wir sind im Restaurant. Hunger? Ja, wirklich. Wir haben tatsächlich das Restaurant gefunden. Es gibt, was hast du da überhaupt? Fleisch mit Gemüse, ich weiß nicht genau, welches Fleisch. Es steht alles nur auf Polnisch, keine Ahnung. Ich habe Schnitzel mit Pommes, das sah mir am einfachsten aus. Ansonsten ist das hier das Restaurant und das hat noch auf bis 1 Uhr, ne? Bis 1 Uhr. Das ist ja ganz cool, dass wir noch was zu essen bekommen. Nach unserem Essen, was echt ganz okay geschmeckt hat, gehen wir noch mal kurz in die Kabine, Pullover anziehen unter der Jacke und dann ist auch in 10 Minuten schon die Ausfahrt und da gehen wir noch mal raus und dann zeigen wir euch noch mal die Abfahrtbilder, auch wenn es wahrscheinlich sehr dunkel ist und dann hauen wir uns in unsere Kajüte und in die Koje und schlafen erstmal. Schon weg?
einen wunderschönen guten Morgen. Wir melden uns hier zurück. Da geht schon die Sonne auf im Hintergrund und wir sind jetzt hier in Swinemünde eingefahren im Hafen und suchen gerade unseren Lageplatz. Das ist wohl hier. Da wird die Fähre jetzt festmachen und dann gehen alle von Bord. Wir sind auf dem untersten Kardeck, Kardeck 1. Das öffnet erst kurz nach der Ankunft, also können wir noch in Ruhe hier draußen stehen. Die Kabine war eigentlich ganz gut, die Betten waren auch gut. Es war etwas laut drin, aber von den Fahrgeräuschen. Und ich habe jetzt nicht so doll geschlafen. Anna auch nicht. Hast du gut geschlafen? Nee, nicht so. Nein, hat sie auch nicht. Ja, weil man eben sowieso nur 5 Stunden hat zum Schlafen und dann kann man nicht einschlafen und so weiter. Ist aber nicht so schlimm, denn heute haben wir gar nicht so viel vor. Hier sieht man jetzt schon das Fährterminal. Ansonsten war die ganze Überfahrt wirklich gut und ist doch schön, wenn man nachts weiterkommt von der Strecke her, ohne dass man was machen muss und dabei im Bett liegen kann. Sieht nach einem schönen Tag heute aus. Wir werden jetzt dann gleich nochmal die Ausfahrt ein bisschen filmen und das war jetzt hier schon die Überfahrt mit Polferries von Istad nach Swinemünde. Insgesamt kann man es wirklich empfehlen, würde ich sagen. War ganz gut, ist auch nicht so teuer und ist eigentlich eine ganz gute Fähre. Ja, ich schließe mich da an. Die Nacht war so, wie es Andreas beschrieben hat, aber sonst ist eigentlich wirklich der Weg super. Man muss gar nicht so früh bei den ganzen Sachen da sein. Wir haben relativ lange bis zum Boarding angestanden und es ist alles ein bisschen entspannter und ein bisschen kleiner als zum Beispiel die Fähre in Kopenhagen. Aber ich fand es eigentlich auch vom Großen und Ganzen hat